Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Lieben, wertschätzen, vergeben. Das war der Lebensstil von Jesus. Und das lesen wir oft in den Begebenheiten von Jesus in der Bibel. Und das ist auch heute noch so. Das gilt auch für dich. Du bekommst Liebe, Wertschätzung und Vergebung. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Heute zum Thema Hab keine Angst. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Hab keine Angst. Ich möchte kurz die Geschichte erzählen, als Mose das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Wir wissen, sie kamen dann ans Rote Meer und da ging nichts weiter. Und sie haben gehört, dass Pharao das ganze Heer hinter ihnen her schickte und es war sehr, sehr gefährlich für sie und sie hatten keinen Ausweg mehr. Auf der einen Seite war das Wasser, auf der anderen Seite waren die Soldaten, die sie schon kommen gehört haben und es war eigentlich eine Sackgasse. Es war eigentlich für sie zu Ende. Und dann sagt Mose, da steht in Mose, 2. Mose 14, 13, doch Mose antwortete, hab keine Angst. Verliert nicht den Mut, ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Hast auch du vielleicht so einen Tag heute, wo du sagst, ah, das muss schief gehen, da gibt es gar keine Lösung mehr und das ist wirklich jetzt mein Ende in dieser oder jener Situation. Ich sag dir, sei mit Gott, hab keine Angst, verliere nicht den Mut. Gott hat heute eine Lösung für dich. Und danke, Herr, dass du jetzt eine Lösung für jeden hast, der jetzt gerade eine braucht. Ich danke dir dafür. Herr, dort, wo es keine Lösungen gibt, irdisch, Herr, da hast du eine Lösung. Danke, dass du es jedem zeigst. Ich danke dir dafür, dass du mit deinen Kindern bist. Amen. Viele Gebetsanliegen erreichen uns für Familie oder Angehörige und jemand schreibt uns: Liebe Freunde in Jesus, sehr gerne würde ich für meine Schwester beten lassen. Sie hat Krebs, welcher sich im ganzen Körper ausgebreitet hat. Sie ist 46 Jahre alt, verheiratet und Mutter einer 16-jährigen Tochter. Ich habe schon viel von Gott und Jesus erzählt, ihr bereits eine Bibel geschenkt und auch schon mit ihr gebetet. Sie wehrt sich aber dagegen, Jesus in ihr Herz zu lassen. Mein Gebetsanliegen: Gott lässt ein Wunder zu und heilt sie ganz vom Krebs und oder, dass sie diese Welt nicht verlässt, ohne Jesus als ihren Retter angenommen zu haben. Ich danke euch von Herzen für euer Mittragen. Jesus, und wir danken dir, dass wir diese Frau dir anbefehlen dürfen. Und du siehst, du weißt, sie ist total verkrebst. Und ich danke dir, dass dieser Krebs auch besiegt ist am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, dass du eingreifst in ihr Leben und dass sie ihr Herz öffnet für dich, dass du zu ihrem Herzen reden kannst und dass sie sieht und merkt, dass es ohne dich nicht geht. Und ich danke dir einfach, dass du in ihr Leben kommst, dass du sie heilst und dass sie wirklich dich erfahren darf, dass sie dich erkennen darf. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und noch ein Gebetsanliegen für eine Schwester. Liebes Missionswerk, soeben erfuhr ich von meiner Schwester, dass man in ihrer Brust zwei Knoten festgestellt hat. Bitte beten Sie für meine Schwester, dass die Operation positiv verlaufen möge und sie wieder gesund wird. Herzlichen Dank für euer Mitwirken. Gott segne euch dafür und liebe Grüße. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du auch diese Frau kennst, diese Schwester. Und ich danke dir, dass du eingreifst auch in ihr Leben und dass diese Knoten verschwinden müssen, dass diese Zellen, die nicht hingehören, austrocknen im Namen Jesus und wir entmachten sie in ihrem Leib. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass sie gesund wird an Geist, Seele und Leib. Ich danke dir dafür. Danke für deine Heilungskraft, die auch heute noch mächtig ist. Und ich danke dir, dass du das wirklich auch tust und dass sie das erfahren darf. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns jetzt an. Die Infos sind eingeblendet.
Eine Mutter schreibt folgendes Gebetsanliegen. Liebe Geschwister, wir danken für das Angebot, für uns zu beten. Zwei unserer drei Söhne sind 24 und 25 Jahre alt, verheiratet und stehen jetzt vor eventueller Trennung. Der eine von einem Scheidungstermin im April 2021. Ihre Kinder sind schon im Studium und wir glauben, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Danke, dass ihr euch mit uns eins machen könnt. Ja, dafür wollen wir gerne beten. Danke, Herr, dass wir uns jetzt eins machen. Herr, du sagst, wo zwei oder drei eins werden, bist du mitten unter ihnen. Und ich danke dir für diesen Glauben, Herr, dieser Menschen, die wirklich wollen, Herr, was auch dein Wille ist, Herr, dass nicht Scheidung kommt, sondern nicht Trennung kommt, sondern, Herr, dass wirklich, Herr, Friede hineinkommt. Ich danke dir dafür. Oh, Herr, danke, Herr, schenke du Lösungen den beiden. Lass sie auch erkennen, Herr, dass es Lösungen gibt. Lass die Fehler erkennen. Lass auch wirklich Vergebung fließen und Frieden rufen wir hinein in diese Situation, auch in diese Ehe hinein, in Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns per E-Mail Folgendes. Hiermit bitte ich, falls möglich, um ein Gebetsanliegen für ein befreundetes Ehepaar. Die Ehefrau hat zwei Fehlgeburten erlitten und beide wünschen sich ein Kind. Ich bitte um ein Kind für sie zu beten. Ich bitte auch für mich, dass meine Panikattacken aufhören. Vielen Dank. Ja, wie wunderbar, dass wir auch für sowas beten dürfen und so viele Kinder. Wünsche von Kindern sind schon erhört worden und gerade wenn wir eine Gebetsnacht beten, aber nicht nur Gebetsnacht ist eine Chance, sondern gerade jetzt. Und ich danke dir, Herr, dass du Wunder tust. Herr, danke, Herr, bei all dem, wo der Feind sagt, es ging schon alles schief, es funktioniert nicht. All die Negativaussagen brechen wir in Jesu Namen. Auch von medizinischer Sicht, Herr, auch das Ganze ist unmöglich, ist schwierig. Wir brechen diese Aussagen in Jesu Namen. Und Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass ein wunderbares Kind entsteht. Herr, danke, Herr, dass es heranwächst. Und Herr, danke, Herr, dass du es schenkst, dass in 9 Monaten ein wunderbares Kind zur Welt kommt. Ich danke dir dafür. Und Herr, wir wollen auch beten für diese Panikattacken, Herr. Danke, Herr, dass Friede hineinkommt. Herr, dass die ganze Unruhe verschwindet, das ganze Chaos, Herr, das in einer Panikattacke hochkommt. Herr, dass es verschwindet in Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Amen. Von einer unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen erfuhren wir folgendes Zeugnis, nachdem wir hier letzte Woche für sie gebetet haben. Sie schreibt uns, beim Zoom-Treffen erfuhr ich, dass für mein Anliegen gebetet wurde. Am Mittwoch darauf hatte ich keine Schwellung und dadurch auch keine Schmerzen mehr am rechten Knie. Vielen, vielen Dank für eure Gebetsunterstützung. Liebe Grüße. Und das freut uns sehr. Gott hat eingegriffen bei Herzproblemen. Folgende Gebetserhörung erhielten wir. Ich hatte bei euch um Gebetsunterstützung gebeten, da ich eine zu hohe Herzfrequenz, zu hohen Blutdruck und zu hohen Puls hatte. Bei meiner letzten Untersuchung wurde nun festgestellt, dass meine Werte wieder normal sind und das EKG in Ordnung war. Danke für eure Gebete. Gott hat eingegriffen. Wie wunderbar. Und eine Frau berichtet von einem erstaunlichen Eingreifen Gottes. Am vergangenen Sonntag hat Daniel im Gottesdienst von einer Hand mit Verbrennungen gesprochen. Ich war sehr erstaunt. Am Samstag hatte ich mir ein paar Verbrennungen beim Heizen an meiner rechten Hand zugezogen. Es bildeten sich Blasen, die am Sonntagabend aufgingen. Seit Sonntag habe ich keine Schmerzen mehr und die Wunden heilen so schnell. Für mich ist das ein großes Wunder. Vielen Dank für das Hören auf den Heiligen Geist und für das Gebet. Ein Baby ist unterwegs. Große Freude. Eine große Gebetserhörung ist bei uns eingetroffen. Unsere Tochter bekommt ein Baby.
Nach Fehlgeburten ist es eine große Freude und Dankbarkeit. Danke euch allen, dass ihr mitgebetet habt. Ich möchte euch noch von weiteren Gebetserhörungen berichten. Für die Renovierung meines Hauses erhielt ich von der Denkmalpflege Geld. Meine Nichte hat Arbeit bei einer Kleiderbörse bekommen. Die Schwiegermutter meines Neffen hatte Krebs und ist gesund. Danke für alle Gebetsunterstützung. Das sind wirklich viele Gebetserhörungen. Ja, wie wunderbar. So viele tolle Gebetserhörungen. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Schreibe uns auf WhatsApp. Die Nummer ist eingeblendet. Und nun der Tipp des Tages. Du siehst keine Lösung mehr. Du bist auch so vor dem Meer, wo du sagst, auch Sackgasse hinter mir, das Chaos vor mir, keine Möglichkeit. Ich sage dir, nimm dir ein bisschen Zeit und rede mit Gott darüber. Er hat eine Lösung für dich. Wenn du Nöte hast, dann schreibe uns. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, heute möchte ich dir wieder unsere Gebetsnacht schmackhaft machen. Karfreitag, 14 Uhr beginnen wir. Da wir sie nur online machen, beginnen wir schon um 14 Uhr, dass möglichst viele daran teilnehmen können. Wir beten dort auch gerne für dein Anliegen. Es wird ein Chat geben, wo du dein Anliegen reinlegen kannst, reinsenden kannst, reinschreiben kannst. Wir sind dauernd dran und ein ganzes Team und schauen und wir werden auch für deine Sache dort beten, wenn du im Chat uns schreibst oder vorweg schon uns einen Brief schreibst. Schau rein an der Gebetsnacht, Karfreitag, 14 Uhr. Herzliche Einladung zur Online-Gebetsnacht vom Missionswerk Karlsruhe. Nehmen Sie sich Zeit, dem grenzenlosen Schöpfer zu begegnen und von ihm Hilfe zu erbitten. Mit Lobpreis, intensiven Gebetszeiten, Impulsen und vielem mehr. Kommen Sie in den Livestream auf YouTube oder missionswerk.de. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns, dass du dabei warst und verabschieden uns für heute. Tschüss. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.